halte ja noch ein bisschen geheim, was wir hier machen. Dort hat er gewohnt, wo die Stadt gegründet worden ist, in einer riesigen Höhle. Das Gässli braucht eine Trophäe, dass man das so übergeben kann an so einen Gewinner. Und eines Tages habe ich den tollen Basilisk entdeckt. Der ist früher auf der Wettsteinbrücke, hatte 4 Stück gehabt, und einer ist noch dort. Er hat einen Blick, den die Leute erstarren lassen, zu Stein erstarren. Und er hat einen Atem, der giftig ist. Also, man hat ihm nicht begegnen. Das geht schon gehen, ja? Schon ein paar Mal. Ich glaube schon, ja. Das Gerät sendet einen Laserstrahl aus und misst bis 1 Million Punkte pro Sekunde. Und so wird eigentlich die Figur dreidimensional erfasst, dass man aus diesen Punkten ein komplettes 3D-Modell machen kann. Schlecht. Das meinst du schon? Das ist schon. Tatsächlich hat er die Stadt tyrannisiert. So erzählt die Geschichte, so erzählt die Zahl. Und da habe ich vergessen, also gerade ein paar Wurzelbäume weiter von euch, bis man ihm das weggenommen hat und bis er hat können besiegt werden. Wie er besiegt worden ist, das weiss man nicht. Der 3D-Druck will eigentlich am Schluss ein Modell haben, ein Mesh. Und alles, was ich dort reinbaue, muss ich dann wie verschmelzen. Und die Filmklappe? Wir werden jetzt einen Plastikkern umwickeln und den drauf schrumpfen. Und dann macht er mir eigentlich eine neue Haut drüber und dann bringt er mir eigentlich ein Modell an, das ich dann am Drucker schicken kann. Ja, das war ein bisschen challenging. Vor allem halt durch die hohen Datenmengen. When we first started working on the model and we got in the sculpture, the scan of the entire piece, this is where we sat down and we said, okay, how can we make this from, you know, from live sculpture and turn it into something that will be, you know, valuable to the film festival. And this is like the brain of the office, of course, where I sit. Send it to the manufacturer. The manufacturer goes through the process and say, okay, this is what it will cost. And from there on out, it just becomes a digital file on a computer and turns into the physical object that we see and the one, the price that we give away. I think it's beautiful. Es gibt in Wien eine Geschichte, wo eine Bibel in einem Brunnen oben ist und einem Spiegel entgegengesetzt hat. Ähnlich wie bei der Medusa, der Mythos, dass dann der Basilisk sich selber sieht und erstarrt und durch das eigentlich außer Kraft gesetzt ist. In Basel weiss ich nicht, wie das war. Er war einfach sehr beliebt gewesen.